Die Landesregierung hat heute Narren aus dem ganzen Land empfangen. Werner Treffz war dabei. Warm spielen für den großen Auftritt. Schließlich durften sie alle zum Ministerpräsidenten. Doch im Landtag hatte es länger gedauert und so kamen der Regierungschef und sein Vize mit Verspätung zum närrischen Staatsempfang. Dann endlich konnte der Büttel die Farce nicht ausstellen und die rund 200 eingeladenen Narren zogen ganz offiziell zum neuen Schloss. Dort gaben sie den Regierenden Tipps für die politische Arbeit, zum Beispiel für eine erfolgreiche Koalition. Will man knüpfen, dies grün-schwarze Band, dann muss man schaffen Hand in Hand. Damit das Bündnis zeigt keine Risse, macht einfach brauchbare Kompromisse. Als ständige Erinnerung an diesen Wunsch gab es für den Ministerpräsidenten einen selbstgebastelten Hut. Das sieht man, die SPD wohl hängen hat. Es blieb nicht das einzige hintersinnige Geschenk. Wer im Landtag dumme Reden halte, solle sich künftig auf diesen Kaktus setzen müssen, so der Vorschlag der Narren. Ihr MDLs, es sei euer Bestreben, das Beste für unser Land zu geben. Wer das nicht tut, wird nicht mehr froh. Der Kaktus wartet. Narren! Für die Geschenke der Narren revanchierte sich der Regierungschef mit der Einladung zu Speis, Trank und lockeren Gesprächen. Ihr dürft Bürospatzen über alles und jeden schelten und dann beleidigt sein, wenn man es euch tut, vergelten. Entfesselt eure niedersten Triebe, seid politisch unkorrekt. Einzige Bedingung, in meinem Haus wird Schumpfer im Dialekt. Alles umsonst, das ließen sich die Narren nicht zweimal sagen und drängten ins neue Schloss.